Ja, bei mir sind jetzt Patrick Bussler, Olympia-Vierter im Parallel-Riesenslalom und Alexander Bergmann. Patrick, mit dem Ergebnis letzte Woche in Moskau, da konnten Sie ja zufrieden sein. Was für ein Ziel haben Sie sich jetzt für Winterberg gesetzt? Also ich habe vor, dieses Jahr noch meinen Gesamtweltcup zu verbessern, also beziehungsweise unter den Top 8 mein Ergebnis zu halten. Und deshalb brauche ich hier in Winterberg eben auch ein Top 10 Ergebnis. Das ist eigentlich so mein größtes Ziel und umso weiter vorne, umso besser. Also Top 10 Ergebnis ist das Ziel von Patrick. Wie sieht das bei dir aus? Ja, auf jeden Fall Top 8 mindestens. Ich gebe mein Bestes, im Slalom habe ich noch eine kleine Rechnung offen. Es läuft ziemlich gut. Im Training, in die Rennen hat es mir immer irgendwie fehlertechnisch immer ein bisschen gehabt. In einem oder anderen Lauf und ja, wir sind schnell, auch im Slalom richtig gut und wir schauen, dass wir auf jeden Fall alle durch die Bank gut dabei sind. Wie besonders ist das eigentlich, jetzt hier in Winterberg vor heimischer Kulisse zu fahren? Für mich schon relativ besonders, weil ich bin aufgewachsen 2 Stunden von hier im Westerwald. Und ja, ich hoffe, dass ein paar Freunde kommen, mit denen ich groß geworden bin, aufgewachsen. Und ja, ein Weltcup in Deutschland mehr ist immer besser. Und jetzt auch das Weltcup-Finale, Top-Bedingungen, gute Piste, besser geht's nicht. Patrick, Sie waren ja vor 10 Jahren auch schon mal hier, damals noch als ich sag mal, junger Nachwuchsfahrer. Wie besonders ist das jetzt, wieder hier im Winterberg zu sein? Ja, ich finde schon deshalb besonders, weil es einfach mal schön ist, dass der Wintersport nicht nur im Süden von Deutschland stattfindet, sondern eben jetzt auch mal hier im Norden, wo eben auch die größte Bevölkerung in Deutschland lebt und den Wintersport eben jetzt auch mal hautnah hier mitbekommt. Für mich ist es was Besonderes, wieder hier zu sein, weil damals das Rennen war für mich sehr interessant als Neuling und endlich mal auch damals ein Rennen hier in der Heimat zu haben und hoffe, dass das jetzt hier besser wird als damals. Damals bin ich nämlich nur in die zweite Quali gekommen. Das Weltcup, die Weltcup-Serie endet jetzt diesen Samstag. Was kommt danach? Erstmal Urlaub machen? Ja, nein, bei mir ist es kein Urlaub. Ich arbeite weiter an meiner Fortbildung und vor allem versuche ich gesund zu werden. Ich habe immer noch ein paar Probleme mit meinen Knien. Und das versuche ich jetzt einfach mal in den Griff zu kriegen und fit für nächstes Jahr zu werden. Also gesund werden auf der einen Seite. Und was hast du dir vorgenommen? Gehst du denn wenigstens in den Urlaub? Jein. Also ich werde auf jeden Fall erstmal mein Haus fertig machen, fertig renovieren. Werde noch ein bisschen an den Brettern von uns tüfteln und Gas geben und schauen, dass aus Sponsorensuche auf jeden Fall gehen. Weil dieses Jahr waren wir durch die Bank gut und 5. Platz auch im Riesenslalom Gesamtweltcup. Ich hoffe, da geht jetzt mal was. Und danach schön in Urlaub nach Sardinien. Alles klar, dann wünsche ich erstmal viel Spaß beim Haus renovieren und beim Gesundwerden. Vielen Dank.